So Freunde, weiter geht's mit Ultima Ascension. Der Schrein der Gerechtigkeit wurde gereinigt und damit haben wir in der letzten Folge Yu wieder verlassen und sollen uns heute mit Raven an den Docks von Britain treffen, wo wir bereits sind. Da vorne sieht man auch das Schiff. Ich weiß nicht, ob Raven da auch wirklich zu finden ist. Das müssen wir uns jetzt mal gemeinsam betrachten. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal in die Richtung loslaufen. Aber ich glaube, da oben steht sie. Dunkle Haarfarbe müsste Raven sein. Sieht gut aus. So, jetzt werde ich hier mal ganz geschickt auf das Schiff springen. So, sehr schön. Ja, wenn er eins kann, der Avatar, dann ist es springen. Weißt du, als ich das erste Mal zum Buccaneers Den gegangen bin, dachte ich, dass es vielleicht etwas zwischen dir und Samhain gab. Zwischen mir und Samhain? Das ist zum Lachen. Er ist eher wie ein Vater für mich als sonst was. Er hat mich großgezogen. Wer waren deine Eltern? Meine Mutter war Köchin. Sie starb, als ich noch sehr klein war. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Mein Vater war Seemann. Mutter sagte, er sei in einem Sturm umgekommen, ehe ich geboren wurde. Sie sagte, er sei sehr gut aussehend und mutig gewesen. Das sind alles Sachen, die ein kleines Mädchen über ihren Vater glauben möchte. Wie lange bist du schon bei ihm? Fast mein ganzes Leben. Ich weiß, Samhain benimmt sich, als wollte er seine eigene Mutter verkaufen, wenn der Preis stimmt. Doch in Wirklichkeit hat er ein weiches Herz. Er hat mehrere Waisen aufgenommen und großgezogen. Samhain ist übrigens derjenige, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das ist schon eine ganze Weile her, wir waren nämlich mal in Buccaneers Den gewesen und da war Samhain derjenige, der dieses Haus auf diesem Hügel hatte und der hatte uns dann in diesen Kerker sperren lassen, aber es war nicht er selbst, sondern das war der Guardian, das heißt, man hatte uns verraten und da steckt natürlich der Samhain so ein bisschen mit drin und deswegen dieses Gespräch aktuell. Er hat dich großgezogen und ins Geschäft gebracht. Das Geschäft ist ehrlich, Avatar. Und er hat es verwendet, um einer Menge Kinder zu helfen, nicht nur mir. Ohne Samhains Hilfe hätten viele Kinder nicht überlebt. Doch du hättest überlebt, mit oder ohne seine Hilfe. Du bist stark und intelligent. Und du hast einen Weg gefunden, wie du mit oder ohne Samhain Erfolg hast. Nun ja, ich bin die Ausnahme. Das bist du wirklich. Lass uns vor Anker gehen und ein paar Stunden entspannen. Nicht so voreilig, mein Bester. Du hast eine Menge zu tun, erinnerst du dich? Wie könnte ich das vergessen? Keine Sorge, wir werden später noch ausreichend Zeit für ein wenig Spaß haben. Doch jetzt müssen wir uns auf den Weg machen. Wohin möchtest du jetzt gehen? Zeit für ein wenig Spaß? Sowas darf man in Kryos Nähe nicht äußern. Nee, nicht von einer Frau. So, okay. Aber was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? Ich habe meine Meinung geändert, das heißt wohl, dass wir hier bleiben. Nach Minok, nach Moonglow, nach Buccaneers Den. Wir waren bereits in Moonglow, wir waren bereits in Buccaneers Den und wir müssen noch nach Minok. Also soll Minok unser nächstes Ziel sein. Nach Minok. Und da fährt der Avatar davon. Beziehungsweise er schwimmt. So, damit sind wir auch schon angekommen. Eine große Krabbe erwartet uns. Hier sind Felsen. Wir können ja gleich mal auf der Karte schauen, wo wir genau jetzt rausgekommen sind. So, jetzt erstmal hier hin. Ich glaube, da passiert uns nichts. So, das heißt, wir rufen mal die Karte auf. Ah, wir sind da hinten auf der Insel. Da kommen wir also so zu Fuß gar nicht hin. Da oben etwas nördlich ist wieder eine Säule. Und da ist ein gelber Punkt, das könnte ein Schrein sein. Bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was die gelben Punkte bedeuten. Wir müssen mal drauf achten, ob das die Schreine sind oder ob das was anderes ist. Ist auch egal. Willkommen in Minok. Und damit sage ich erstmal dieser Grappe da, guten Tag. Auf meine Weise. Die blockt alles, oder sehr viel jedenfalls. Na super. Ich glaube, dass die alles blockt. Wir haben jetzt gerade mal zwei Treffer verpasst. Das bringt hier nichts. Das bringt uns wirklich nichts. Okay, dann lasse ich die Krabbe einfach mal gut sein. Und wir schauen uns hier mal weiter um. Ach, da ist schon der Schrein. Dann müssen wir mal gucken. War hier der gelbe Punkt? Nee, das war er nicht, oder?
Da ist schon der Schrein. Ich bin auch mal gespannt, was in Minok alles falsch läuft. Auf jeden Fall haben hier zwei Räuber. Zwei Halunken. So, aber er hat uns hier gestunt. Und das Wetter wird gerade schlecht, weil wir in der Nähe des Schreins sind. Hat wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht, bis er das gemerkt hat. So, ich tu mal meine Waffe wieder einstecken. Was haben wir hier? Ich heiße Irene und kaufe und verkaufe Waren. Möchtet ihr etwas sehen? Ich möchte ein Stück kaufen. Ein Stück Ware, oder was? Ich würde gerne einige Sachen verkaufen. Was ist mit dieser Stadt geschehen? Komm, fragen wir erstmal nach, was los ist mit Minok. Was ist mit dieser Stadt geschehen? Furchtbare Sachen. Als die Säule aufgetaucht ist, kam es zu Aufständen und Raubzügen. Alle schienen den Verstand zu verlieren. Schließlich stellte Raxus, der erste Bürger in der Stadt, wieder Ordnung her. Wisst ihr, er hat diesen Ort gerettet. Nun, würdet ihr nicht doch gerne eines meiner wunderschönen Stücke kaufen? Ja, gleich. Wer ist Raxus? Oh, er ist der erste Bürger. Der Mann, der in dieser Stadt die Ordnung hergestellt hat und sie jetzt verwaltet. Er wollte die Verantwortung gar nicht übernehmen, doch irgendjemand musste es tun. Er ist eigentlich ein Held wider Willen und er ist ein Genie. Ihr solltet bei ihm vorsprechen. Von einem solchen Mann kann man eine Menge lernen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Hier gab es Aufstände? Man kann es kaum glauben, jetzt, da die Straßen so ruhig sind, nicht wahr? Aber in den Jahren, bevor Raxus Ordnung schaffte, tobten schreckliche Aufstände. Die Menschen brachten sich gegenseitig um. Es war furchtbar. Obwohl es mir gelungen ist, hier und da ein paar schöne Stücke von den Toten zu nehmen, die sie nicht mehr brauchten. Sagt, ihr habt nichts, das ihr mir gerne geben würdet, oder? Aktuell nicht, zumal meine Goldbestände schon ausreichend gefüllt sind und ich keine weiteren aufnehmen kann. So. Ihr habt die Toten beraubt? Ihr habt die Toten beraubt? Ja, aber sie brauchten diese Dinge nicht mehr. Sie waren ja tot. Gut, ich kaufe etwas. So, dann schaue ich mal, was sie hat. Ach, da ist wieder ein Sextant, aber wir haben ja das mittlerweile schon einen. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, gar nichts Interessantes. Ein Jadearmreif, 250 Goldstücke. Weiß aber nicht, für was er gut ist. Also kaufen brauchen wir derzeit nichts. Habt ihr diese Aussage bemerkt übrigens? Seit Jahren bringen sich da die Leute um und so weiter. Ich frage mich, wie lange diese Säulen schon da stehen, wenn ich ehrlich bin. Darf es außerdem noch etwas sein? Seht euch diese wunderbaren Stücke an. Besitzt ihr auch nur eines davon, wird euch jeder in Britannia darum beneiden. So, ansonsten haben wir alles. Ich möchte ein Stück kaufen, einige Sachen verkaufen. Nein, danke. Ich bin nicht interessiert. Lebt wohl. Seid ihr euch sicher? Ihr wisst nicht, was euch entgeht? Nun gut, kommt zurück, wenn ihr etwas braucht. Das werden wir. So. Ja, scheinbar hat dieses Unwetter doch nicht an dem Schrein gelegen, denn es pisst gerade. Und zwar nicht schlecht. Ach, wir wollten doch was machen. Wir wollten mal gerade gucken, ob das der gelbe Punkt auf der Karte der Schrein ist. Ja, das ist er. Genau. Man sieht es hier oben rechts. Dann sind das also die gelben Punkte, die Schreine. Okay. Aha, da will mir jemand eine Falle stellen. Und hier sind scheinbar die Einwohner von Minok. Sieht mir eher aus wie Wachen, wenn ich ehrlich bin. Wer seid ihr und was habt ihr hier zu schaffen? Aha. Ich bin in der Avatar und ich muss mit eurem Anführer sprechen. Was bewacht ihr? Drehte zur Seite, Schreihals. Ich habe keine Zeit für euch. Ich bin der Avatar und ich muss mit eurem Anführer sprechen. Richtig? Und ich bin Lord British. Ich sag euch aber was. Für 10 Goldstücke lasse ich euch rein, um den großen Anführer zu sehen. 10 Goldstücke, einverstanden. Ja, 10 Gold ist nun wirklich nicht viel, aber ich weiß nicht, ob das wieder eine Falle ist. Aber wir probieren es mal, ne? 10 Goldstücke, sagt ihr. Einverstanden. Ausgezeichnet. Es war mir eine Freude, mit euch ins Geschäft zu kommen. Der große Anführer ist gleich hinter dieser Tür. Geht einfach hinein und stellt euch vor. Alles klar. So, und was mit der anderen Wache da vorne? Der will dann auch wieder 10 Gold haben, oder was? So, dann schauen wir mal. Ein Gast. Ich bin Raxus, der erste Bürger und Anführer des Volkes von Kof, der Retter Britannias und seine einzige Hoffnung.
Mhm. Wirklich, was ist mit der Freiheit des Volkes, selbst zu entscheiden? Wie kommt ihr dazu, der Retter von Britannia zu werden? Wirklich? Was ist mit der Freiheit des Volkes, selbst zu entscheiden? Ich habe dem Volk diese Bürde abgenommen. Das Leben ist kompliziert genug, auch ohne diese vielen anspruchsvollen Entscheidungen, mit denen das Volk geplagt wird. Es ist eine schwierige Aufgabe, aber für das Volk übernehme ich sie gerne. Aha. Aber wie steht es mit den geheiligten Rechten des Volkes? Ihr schneidet jetzt einige sehr gefährliche Themen an, mein Freund. Solche Themen bringen Ärger, und Ärger dulden wir hier in Kof nicht. Kof. Vorhin sind wir nach Meinok gereist. Hängt das zusammen? Ich weiß es. Aktuell verstehe ich den Zusammenhang nicht. Vielleicht ist ja Meinok der Oberbegriff und die verschiedenen Stadtteile, Kof oder so und so weiter, keine Ahnung. Vielleicht bekommen wir das ja noch raus. So, was ist hier? Wie kamt ihr dazu, der Retter von Britannia zu werden, genau? Wie kamt ihr dazu, der Retter von Britannia zu werden? Lord British sagte, ich solle das Volk aus diesen dunklen Zeiten herausführen. Wir in Kof sind Wesen mit hervorragenden Veranlagungen. Wir sind dazu bestimmt, Britannia in seinem alten Ruhm wiederherzustellen. Alle vernünftigen Menschen wissen, dass meine Worte wahr sind. Hm. Seltsam, dass Lord British eure Ernennung mir gegenüber nie erwähnt hat. Warum sollte er? Wer seid ihr denn, dass ihr in alles eingeweiht werden sollt? Ich bin ein Mann von großer Bedeutung, ihr dagegen seid ein Nichts. Mhm. Dann sagt mir doch, wie der Schrein wieder geweiht werden kann. Der Schrein kann nur durch das Opfer eines Ungläubigen geweiht werden, den man der Auflehnung gegen das Volk von Kof überführt hat. Es erfordert vielleicht viele Opfer, aber ich bin mir sicher, dass der Schrein bald wiederhergestellt ist. Es ist schließlich der Schrein des Opfers. Demnach wird dieses Opfer dem Schrein seine Bedeutung wiedergeben und Kof die Rückkehr zu seinen goldenen Zeiten ermöglichen. Aha, das hört sich kompliziert an. Aber Rexus, wie könnt ihr glauben, dass es sich bei einem Menschenopfer um eine tugendhafte Tat handelt? Vergesst nicht, mit wem ihr sprecht. Ich kenne die Tugend des Opfers besser als jeder andere. Ich weiß, was eine tugendhafte Tat ist und was nicht. Außerdem dulde ich nicht, dass irgendjemand solch gefährliches Gedankengut in meiner Stadt Kof verbreitet. Habt ihr verstanden? Droht mir nicht, ihr kleiner Tyrann. Gut, ich glaube, das sage ich besser nicht. Ich lasse ihm einfach mal den Glauben, dass er da recht hat und dass wir es einsehen. Ich habe verstanden. Viel Glück bei euren Plänen. Lebt wohl. Dazu brauche ich kein Glück. Mein Vorhaben wird von Erfolg gekrönt sein, weil es richtig ist. Also wir sehen, dass auch diese Stadt schon wieder, ja, nicht ganz so in Ordnung ist. Was haben wir hier? Der Kerker. Hier dort, Bewegung. Die Tür ist verschlossen. Und da hinten, ob es da wieder rausgeht? Ach, guck mal, die Tür geht von selbst auf. Auch nicht verkehrt. Ah, und das Wetter ist auch wieder besser geworden. Sehr schön. Was haben wir hier für eine alte Hütte? Sieht aus, als würde es da nicht allzu viel geben. Ist da irgendwas drin? Kann ich das zur Seite räumen? Warte mal. Nee, geht nicht. Kann die Kiste nicht zur Seite räumen. Ich kann jetzt kein Schwätzchen halten. Ich bin im Dienst. Also mit den Wachen können wir hier irgendwie nicht viel reden. Ihr habt in der Stadt allerlei Fragen gestellt, nicht wahr? Wenn ihr etwas wissen wollt, solltet ihr mich fragen. Ich kann euch alles erzählen, was ihr nur erfahren wollt. Natürlich hat das einen Preis. Naja, ich schätze mal, wie die Mode so 2014 sein wird, kannst du mir wahrscheinlich eher nicht erzählen. Seinen Preis? Genau, für jede Antwort, die ich euch gebe, gebt ihr mir 20 Goldstücke. Das ist mein letztes Wort. Ich gebe euch 20 Goldstücke pro Antwort. Gerne, aber ich habe momentan... Weiß nicht, ob ich die richtigen Fragen stellen kann. Wir werden das sehen. Einverstanden. 20 Goldstücke pro Antwort. Was wollt ihr also wissen? So, was haben wir denn? Kann ich euch einige Fragen über Kof stellen? Könnt ihr zu anderen Begebenheiten was sagen? Kann ich euch einige Fragen über Kof stellen? Solange ihr die Goldstücke habt. So. Erzählt mir, wo der Gefangene festgehalten wird. Ja, wahrscheinlich im Kerker. Erzählt mir von den Menschenopfern. Erzählt mir vom ersten Bürger. Erzählt mir von der Zerstörung Kofs in den Aufständen oder könnt ihr zu den anderen Begebenheiten
was sagen. Komm, wir probieren das mal. Wir haben ja genug Geld. Erzählt mir, wo der Gefangene festgehalten wird. Alle Gefangenen werden ausnahmslos im Hauptquartier des ersten Bürgers festgehalten. Die Sicherheitsmaßnahmen sind unglaublich streng. Dort wimmelt es von Wachen. Jetzt gib mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. So, nächste. Kann ich euch einige Fragen über Cove stellen? Solange ihr die Goldstücke habt. Ja. Erzählt mir von Menschenopfern. Der erste Bürger hat erkannt, dass ein Menschenopfer den Schrein wieder in Ordnung bringt. Ist das nicht unglaublich? Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Naja, so wirklich bringt's mich jetzt auch nicht weiter, was der da erzählt. Kann ich euch einige Fragen über Cove stellen? Solange ihr die Goldstücke habt. Aber da wir nicht wissen, wohin mit dem Geld, ist es in Ordnung. Erzählt mir vom ersten Bürger. Der erste Bürger? Er ist der Retter von Cove. Mehr braucht ihr doch nicht zu wissen. Und seid in seiner Nähe vorsichtig. Wenn er spürt, dass ihr nicht die rechte Gesinnung zeigt, drückt er euren Kopf schon zurecht. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Jo. Kann ich euch einige Fragen über Cove stellen? Solange ihr die Goldstücke habt. Ja, ist ja gut jetzt. Erzählt mir von der Zerstörung Coves in den Aufständen. Ja, Cove wurde während der Aufstände, die ausbrachen, nachdem dieses Riesending von Säule erschien, fast völlig zerstört. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Also die Hinweise, die du mir gibst, mal lieber... Ich weiß nicht, ob die 20 Goldstücke wert sind, aber okay. Könnt ihr zu anderen Begebenheiten was sagen? Ja, gewiss, solange ihr zahlt. Erzählt mir vom Geisterhaus. Erzählt mir, wo das Zigeunerlager ist. Kann ich euch einige Fragen über Cove stellen? Das können wir mal machen. Geisterhaus. Erzählt mir vom Geisterhaus. Oh, man sagt, dass an diesem Ort die Geister derjenigen spuken, die bei den Aufständen ums Leben kamen. Was mich betrifft, ich glaube nicht daran. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. So, da macht mich echt arm, Ihre Kollege. Könnt ihr zu anderen Begebenheiten was sagen? Ja, gewiss, solange ihr zahlt. Erzählt mir, wo das Zigeunerlager ist. Das Zigeunerlager? Oh, das ist in Richtung Norden von hier. Ihr solltet euch aber mit diesen Zigeunern auf nichts einlassen. Sie werden euch bis aufs Hemd ausnehmen. Jetzt gebt mir meine 20 Goldstücke. Einverstanden. Hier. Ich muss jetzt weiterziehen. Leb wohl. Okay, jetzt kann er sich vielleicht was zum Anziehen kaufen. Und wir haben weitere Informationen bekommen. So, ich muss mich aber gerade nochmal zurechtfinden. Aus welcher Richtung sind wir gekommen? Hier ist der Friedhof. Da vorne sind wir hergekommen, oder? Ich muss gerade nochmal, bevor wir da auf den Friedhof gehen, gucken, wo ich hergekommen bin. Ach, guck mal hier. Das ist doch wahrscheinlich das Zigeunerlager. Trotzdem habe ich so ein bisschen übersehen, aus welcher Richtung wir hergekommen sind. Hallo? So weit sind wir doch gar nicht gelaufen. Was ist da vorne? Guck mal, da ist ja ein Geist, hängt da in der Luft. Wow. Cool. Ich habe auch nicht gespeichert, also wir sollten auf jeden Fall aufpassen, was wir hier tun. Denn ansonsten müssen wir alles nochmal machen. Ah, okay, hier sind wir hergekommen. Das ist das Haus des Anführers. Und da, guck mal, da geht's doch rein. Es sieht aus, als würde es da reingehen. Aber dann speichern wir vorher mal ab. Das machen wir jetzt gerade mal. Was war die letzte Nummer? 112, okay, 113. So. Und wir gehen mal da ins Wasser. Wenn da natürlich jetzt böse Fische schwimmen, ist es problematisch. Denn man kann im Wasser keine Waffen ziehen. Man kann sie aber, wenn sie gezogen sind, benutzen. Das ist auch sehr interessant. Aber es ist halt hier so ein richtig schönes Oldschool-Spiel. Und da waren so kleine Lücken eigentlich normal früher. Ich habe mir auch leider immer noch nicht diesen Patch installiert, damit das hier das Widescreen gefixt wird. Tut mir sehr leid. Ich versuche heute mal dran zu denken und dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus. Aber guck mal, da lag zwar ein Trank da unten, da ist auch eine Kiste, aber hier geht's wieder raus. Also auf jeden Fall, ich versuche es heute Abend mal. Wobei ich ab morgen in Urlaub fahre, das heißt, ich werde... Warte mal. Das sieht so aus, als würde man da nicht wieder zurückkommen, ne? Oh, ich gehe da mal weiter. Ich fahre ab morgen in Urlaub für eine Woche. Ihr werdet es an den Folgen her kaum merken, da ich heute genug im Voraus aufnehme. Es wird nur bei den Antworten auf Kommentare zu Verzögerungen kommen, aber letztendlich sollte trotzdem alles funktionieren. So, ich glaube, wir sind jetzt einfach nur im Zigeunerlager angekommen. Und hier kann ich natürlich wieder nicht an Land gehen.
Warte mal. Doch, so geht es. Mit diesem kleinen Trick. Ja, das ist das Zigeunerlager. Ich glaube, wir waren da von hier oben, haben da runtergeschaut. Genau, da ist hier da auch der Friedhof und so weiter. Und der Geist steht da oben noch. Vielleicht ist es auch nur irgendeine Figur, ich weiß es nicht. Ah, der Hund schnüffelt mich ab. Und alles in Ordnung. So, ich will aber nochmal in die andere Richtung weitergehen. Einfach mal, um zu gucken, bevor wir zu den Zigeunern hingehen, ob es hier noch mehr gibt. Noch mehr, was wir nicht gesehen haben bis jetzt. In diese Richtung können wir noch weitergehen. Ein kleines Mädel. Tu mir nicht weh. Nee, tu ich nicht. Keine Angst. Okay, da steht wieder ein Feind. Da unten sind zwei Kisten. Und der hat mich auch gesehen. Das heißt, er will ein paar auf die Mütze. Okay. Und er verliert einen Batzen Gold. So, komm, wir schauen nochmal in die Kisten hier rein. Oder auch nicht. Die sollten doch normalerweise aufgehen, oder kann ich die kaputt schlagen? Ja! So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Wir können nämlich diese Holzbretter wegräumen. So, was haben wir hier? Zwei Äpfel. So, und da ist nichts drin. Nee, da ist nichts drin für uns. Die Äpfel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da liegt ja auch Kohle. Wer weiß, wer da gestorben ist vor langer Zeit mal. Aber das macht nichts, denn Geld stinkt ja bekanntlich nicht. Ich glaube, ich mag dich nicht. Ach, was ein Frechdachs, ey. Was ein Frechdachs. Da hinten steht Raven. Ah ja, da kommen wir zu dem Schrein. Gut, dann gibt es ja hier gar nicht mehr viele. Wenn ich jetzt hier alles richtig gesehen habe. Da vorne ist noch eine Hütte. Da sind wir, glaube ich, noch nicht reingegangen. Sieht aber sehr zerfallen aus. Ja, da gibt es auch nichts. Das sieht so ein bisschen nach Gift aus hier. Ich wette, dass ich mich da vergifte, wenn ich durchlaufe. Bisher noch nicht. Aber hier im oberen Stockwerk gibt es auch nichts. Doch, ein interessantes Schwert. Entermesser. Ein Totenschädel. Nehmen wir mit. Wer weiß, für was es gut ist. Da ist noch eine Zauberschriftrolle. So, und was haben wir hier? Eine verbrannte Schriftrolle. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Na gut, Freunde. Damit haben wir heute einen ersten Einblick in Cove bekommen. Am Anfang sprach ich noch von Minok. Aber ich muss jetzt mal recherchieren, was da der Zusammenhang ist, Cove und Minok. Aber wir werden es sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, mach's gut, bis dann.